Ja, wer schon mal eine englische Frau gesehen hat, der hat für die nächste Nachricht hier vollstes Verständnis. Schauen Sie mal, England führt die Homo-Ehe ein. Und ja, da sagt doch der eine oder andere, auch da fahre ich doch wieder gern nach. So, also, Homo-Ehe ist jetzt legal in England. Was Prinz Charles mit Camilla macht, bleibt natürlich weiterhin illegal. Ja. Homosexuelle dürfen in Amerika jetzt heiraten. Heterosexuelle dürfen natürlich in Amerika auch weiterhin heiraten, aber nur, habe ich Amerika gesagt? Sag nicht Amerika. Ich habe zweimal Amerika gesagt. Tusch! Sag nicht Amerika, meinte ich England. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, hier, Heterosexuelle dürfen natürlich weiterhin heiraten, aber nur, wenn sie miteinander verwandt sind. So, dann haben wir Neues von Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann holt Berti Vogts als Berater zur amerikanischen Nationalmannschaft. Ah, hier sind wir bei der amerikanischen Nationalmannschaft. So, hätte ich nicht gedacht, dass es dem amerikanischen Fußball so dreckig geht, oder? Berti Vogts hätte doch sein komplettes Fußballwissen in eine SMS packen können und schicken können. Da muss man doch nicht extra einen Angestelltenvertrag machen, oder?